Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar spielen wir heute Splinter Cell Conviction. Ja, ich dachte mir, dass man jetzt mal ein neues Let's Play anfangen könnte. Und da habe ich mir Conviction ausgedacht, und da starten wir doch mal, glaube ich, das erste. Und zwar auf... Also ich habe das schon mal gespielt, aber... Spielt es jetzt nochmal, aber das war schon vor lange. Ja. Wenn ihr... Jo. Ubisoft präsentiert eine Produktion von Ubisoft Montreal. 74 Stunden später. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Tom Clancy, Splinter Cell Conviction. Was ihr begreifen müsst, ist Folgendes. Der Sam Fisher, den ihr kanntet, ist tot. Amerika hat ihn umgebracht. Ihm zu viel abverlangt. Es einfach zu weit getrieben. Ein besoffener Autofahrer hat ihn getötet. Irgendein Arschloch, das seine Tochter überfahren hat und dann abgehauen ist. Sie war das Einzige. Das Einzige, das ihn zum Menschen gemacht hat. Seine eigenen Leute haben ihn getötet. Ihn auflaufen lassen. Ihm gesagt, dass er seinen besten Freund in irgendeinem ranzigen New Yorker Keller abknallen soll. Irving Lambert starb durch Sams Hand. Und als er starb, starb auch Sam. Er ging und ließ Third Echelon und das Leben, das er kannte, hinter sich. Amerika, Apfelkuchen und all den Rest. Er stieg aus und suchte nach einem Grund dafür, überhaupt weiterzuleben. Irgendwann fand er ihn. Er hörte das Gerücht, dass der Unfall seiner Tochter vielleicht gar kein Unfall war. Er hörte einen Namen. Und er wusste, wo er suchen musste. In einem Ort namens Valletta. Auf Malta. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ein Anruf für Sie. Hier bitte mit besten Empfehlungen der Anruferin. Wer ist da? Wie haben Sie mich gefunden? So schlecht bin ich nun auch nicht. Und tu bloß nicht so, als würdest du meine Stimme nicht mehr erkennen. Grim, was zum Teufel willst du? Dein Leben retten. Danach sehen wir weiter. Eine Gruppe von bewaffneten Männern ist gerade beim Markt eingetroffen. Sie suchen dich. Solltest du nicht tun, was ich dir sage, wird das ein sehr kurzes Gespräch. Ich tue gar nichts. Du verrätst mir jetzt erstmal, wie du mich gefunden hast. Wir sind Third Echelon. Wir sehen alles. Sieh einfach mal nach oben. Mit Maus sehen wir nach oben. Dann kann ich es ja endlich wieder auf sichere Höhe bringen und du kannst abhauen. Ich hoffe, es deckt nicht so stark. Bewegung. Weil ich sehe mehrere Gegner, die sich deiner Position nähern. Und du sitzt da auf dem Präsentierteller. Im Markt gibt es ein paar Stände, die dürften dir genügend Deckung bieten. Ganz wie in alten Zeiten, hm, Grim? Ganz wie in alten Zeiten. Hast du was dabei? Ja, aber ich werde bei all den Leuten hier ganz sicher keine Schießerei riskieren. Das ehrt dich, aber im Augenblick ist meine größte Sorge, wie ich dich da lebend rausbekomme. Sieh zu, dass du zu den Ständen kommst, sonst kann ich dir nicht helfen. Alles klar. Los, verschwinde! Los, raus mit euch! Lauf! Die Klage!
direkt die rechte Maus zu schalten. Dann wollen wir dich mal näher an die Ziele im Hellen ranbringen. Okay. Wechsle von Deckung zu Deckung, bis du den Gepäckstand erreicht hast. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Ich bin da. Sekunde. Ich hack mich ins Stromnetz und leg die Transformatoren mit einer Spannungsspitze lahm. Dann wird's dunkel. Scheiße, Mann. Schick sofort Verstärkung. Oh. Was ist jetzt los? Sarah, 20 Jahre zuvor. Um eine Tür zu öffnen oder schieben, zielen Sie auf. Unter der Tür drücken Sie Leertaste. Okay. Na, meine Kleine, was ist los? Ich hab Angst im Dunkeln. Ich muss mal kurz was machen. Zur Einstellungen. Toneinstellungen. Die Musik können wir lassen. Umgebung und Geräusche und Musik stellen wir mal ein bisschen. So. Und fortsetzen. Es ist gruselig. Mach das Licht wieder an. Licht anschalten. Komm schon, Schatz. Es gibt nichts, vor dem man im Dunkeln Angst haben müsste. Manchmal ist Dunkelheit toll. Zum Beispiel, wenn man schlafen will. Ich kann auch mit Licht schlafen. Licht ausschalten. Wenn es hell ist, kannst du nicht sehen, was im Dunkeln ist. Wenn es dunkel ist, siehst du deine Umgebung viel besser. Wirklich? Wirklich. Wenn also ein Monster oder böse Menschen da sind, siehst du sie. Und weil es dunkel ist, sehen sie dich nicht. Aber ich sehe dich doch auch nicht. Mach das Licht wieder an. Okay. Ich habe noch was. Tolle Sache, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Echt? Zeig sie mir. Okay, pass gut auf. Wenn du im Dunkeln bist und deine Augen sich erstmal daran gewöhnt haben, kannst du die Dinge um dich herum gut sehen und alles Mögliche mit ihnen anstellen. Was denn? Wirf mal einen Blick auf dein Mobile. Du kannst es doch gut sehen, oder? Wenn da jetzt Monster drunter wären, mein Schatz, dann könntest du es vielleicht einfach auf sie fallen lassen. Und weg wären sie. Sie wären nicht mehr böse, weil es ihnen auf den Kopf gefallen ist? Ganz genau, Schatz. Daddy, was war das? Daddy möchte, dass du im Bett bleibst, okay? Er macht nur die Tür zu und ist sofort wieder zurück, in Ordnung? Okay, hab dich lieb. Das wär's, Sam. Schön dunkel, so wie du's magst. Okay. Du musst ein Feigling sein. Gehen Sie in Deckung, halten Sie und erschieben. Linke Maus hat das Ding. Komm raus und zeig dich, du Drecksack! Jo, ach verdammt! Ach du Scheiße! Scheiße. Ja. Was zum Teufel? Oh Scheiße! Geh dich wieder hin! Komm raus und zeig dich, Drecksack! Ach verdammt, Mann! Lass also an, komm mir weiter! Arsch! Okay. Wie sieht's aus, Mann? Hast du das gefunden? Alles Scheiße hier. Du hast die Hütte ausgesucht. Du hast gesagt, das wird ein Spaziergang. Ich hab gehört, dass es hier Orden und so einen Scheiß gibt. Und dass die Alte, die hier wohnt, heiß ist. Sollen wir warten, bis sie nach Hause kommt? Und ein bisschen Spaß haben. Na Scheiße, Mann! Um einen auszuschalten zu ermöglichen, müssen Sie zuerst einen Gegner im Nahkampf überwältigen. Um jemanden per Nahkampf zu überwältigen, drücken Sie C. Nachdem Sie einen Gegner permanent überwältigt haben, können Sie markierte Ziele ausschalten. Mit zielen Sie und drücken Sie U mit E schalten Sie einen markierten Gegner aus. Oh. Okay. Also ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel länger nicht mehr gespielt. Dad, was hast du mit ihm gemacht, Dad? Sarah, Schatz, nicht hinsehen. Und wie süß die Kleine ist. Was so süß! Was ist Daddy, los? Was ist? Sam, rede mit mir! Sam, hörst du mich? Mach jetzt bloß nicht schlapp, uns läuft die Zeit davon! Grim? Ich würde sagen, ich mache hier mal eine kleine Pause und... ja, dann... schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Splinter Cell Conviction. Tschüss!